Ja, hey, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play, die Reise ins All. Das erste Mal waren wir endgültig auf Mars angekommen, nachdem wir im Nexus herumgeirrt sind und, naja, nun geht's hier weiter um diese Leckes. Was waren diese verdammten Leckes? Oh Gott, ich werde ausfletzen schlau. Naja, guck mal, was hier alles rumliegt. Ein Trümmerstück. Naja, das war klar. Fragezeichen Pflanze. Noch ein Trümmerstück. Noch ein Trümmerstück. Was ist das denn? Irgendwas Rotes. Irgendwas, was aussieht wie Konfetti oder so. What the fuck? Was war das denn eben? Da fühle ich aber keine AP dadurch. Irgendwie. Das ist komisch. Was zum Fressfelsen? Warum habe ich das Ding untersucht? Egal, einschätzen. Normal angreifen. Normal angreifen. Und normal angreifen, weil es anderes bringt es momentan nicht. Weil ich nicht weiß, gegen was der vielleicht nicht. Alter, der Schaden, 46 HP. Oh Gott. Oh, das ist ja schon fast ein Bossgegner hier. 42 HP, 48 MP. Stärken relative Waffenunempfindlichkeit. Schwächen über Kälte und Wasser. Rammen. Kälte und Wasser. Rammen. Rabanku. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Greifst du einfach mal normal an. Rammen, was zählt denn Rammen hier? Ich meine gar nichts. Oh Gott. Ja, dann gehst du in Deckung und du was und Eis was, ne? Dann Eis. Denn momentan bringt es nicht viel, eigentlich auf den einzuschlagen. Und ich habe mir übrigens einen schönen Splitter in den Finger eingezogen wegen Baumarkt und so und Bretter umher Bretter reinschaffen. Da habe ich mir halt einen schönen, aber dollen, aber schmerzenden Splitter reingejagt. Oh, ist draußen und Snaverding, der, ach verdammt, ich kann heute nicht springen. Ich habe in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen zu viel aufgenommen. Ich habe eigentlich darauf geachtet, was der Eis für einen Schaden gemacht hat. Muss ich mal gucken. Fressfelsen heißen leicht aus. Ja, das bringt ja gar nichts. Ja, 23 HP. War halt dagegen, muss ich nochmal nachgucken, ob er wirklich dagegen empfindlich war. Ja, du kannst dir halt gar nichts. Du bist mal lieber in Deckung und wieso mache ich nicht Frostwelle? Na wohl, das bringt nicht sehr viel. Das macht bestimmt nicht mehr Schaden. Von daher. Ja, Kälte. Boah, Kälte und Wasser. Oh. 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 Okay, das macht Schaden. Das macht Ausschlag dann auch Schaden. Du bist in Deckung und du machst weiter dein Eis. Ja, das macht auch einigermaßen guten Schaden. Und daher, er ist tot. Ah, ein Glück. 99 Erfahrung, Wundsalbe. Heißniveau 11, Flamme gelernt. Was macht die Flamme? Fertigkeit heißen Flamme. Ein Angriff mit der Elementarkraft des Feuers. Achso, das ist die zweite Stufe. Na gut. Gut. Heilung, Dr. Kalbskontinktur. Ach, es bin ich. Ich hätte auch unter Wasser einsetzen können, ich Schrottel. So. Gut. Zur Not, wenn wir das Zeug uns wirklich nur kraften können, muss es wohl. Das kann ich nicht eingreifen, das Vieh. Das Ding, der Stein. Muss ich wohl mit Editor rumhantieren wieder, damit ich ja Zeugs habe. Weil ich will das nicht kraften müssen, ein bisschen Engpässe und so ein Kram und... Nee, danke.
Ja, wo bin ich? Ach, unten rechts. Ich guck da ganze Seite oben hin, das verschneite ich wieder oben. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Kann ich auch hier außen rum? Ich gehe mal in die Stadt da. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Nur drei Fragezeichen, ja, vergessen wir es. Was dumm. Diese Weite. Diese marsianische Kälte. Diese tote Öde. Hat er gar nichts dazu zu sagen. Wüste leer. Ja. Ohne geeignete Ausrüstung wäre es Wahnsinn, tief an eine solche Zone des Todes vorzudringen. Was es sieht, wenn ich trotzdem weiter reingehen will. Nichts. Na gut, auch die Musik ja. Die Musik ist episch. Dum, 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 dum. Und die ist auch cool. Dum, 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 dum. Ich glaube, ich hier erstmal diese komische, was auch immer das darstellen soll, Stadt oder so. Okay. Was für einen erhabenen Augenblick. Wir betreten eine marsianische Stadt, meine Herren. Hey, das ist das Video, der Mitte sieht aus wie ein. Ach, wie heißen die Video Mass Effect? Herla, so ähnlich. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, halt auch, die immer von dieses Wesen, von sich selber in der dritten Person sprechen, was den Namen gerade nicht. Aha! Ihr seht es! Wünsche den Bürgermeister zu sprechen, um Kapitulation entgegenzunehmen. Ach, geben Sie doch für einen Augenblick Ruhe. Kapitulation, von wegen. Bislang tritt man uns mit weniger Feindseligkeit entgegen, als zu erwarten war. Warten zu nah, Professor. Am Ende entpuppt sich alles das furchtbares Missverständnis. Schnickknack! Bin von Kopf bis Fuß auf Kampf eingestellt. Denke, diese Zwerge sind schnell bezwungen. Aus, Leutnant. Da will ich nur nicht einmal bemerkbar machen. Ich habe eigens eine kleine Ansprache vorbereitet. Juhu, liebe Marsianer, Besuch ist da. Jetzt klingen, ich weiß nicht, wie ich sprechen soll. Ach, pardon, ich wollte sagen, Ui, Baka, Kabimmel, Odongo. Ratata, Puppe. Subu, Subu, kleiner Mann. Hoho, was für ein putziges Kerlchen. Sie sprechen Marsianisch, Professor? Nicht nur das, Gnädigste, nicht nur das. Ich verstehe es sogar. Bedenken Sie mein Abenteuer. Seit ich dem geheimnisvollen Kristallapparat ausgesetzt war, hat sich mein Wissen um den Mars. Ja, ja, ja. Geschichte ist bekannt. Hat der Kleine und hat kapituliert oder muss ich ihm erst Beine machen? Hui, hui, ei, ei. Ich weiß nicht, wie ich sprechen soll. Was hat er denn überhaupt gesagt? Er meint, er heißt Ai-Hai und ist ebenso so erstaunt, der erfreut, unsere Bekanntschaft zu machen. Finde das äußerst anstrengend, ständig auf die Übersetzung zu warten. Na gut, ab sofort übersetzt das Programm automatisch vom Deutschen ins Marsianische und zurück. Wer mir dankt! Nanu, wo kam denn auf einmal diese Stimme her? Haha. Ach, sei unbesorgt, kleiner Mann. Die Stimme tut nichts. Und auf der Erde hören sie ständig. Seid ihr auch Äffchenfremde? Verbitte mir seinen Tonverkehr. Bei der nächsten Frechheit werde ich ihn fordern. Äffchen? Ich verstehe nicht recht. Tentakler. Du sollst arbeiten, Kreatur. Die hab ich schwatzen sehen. Was ist das denn für einer? Was ist das? Guten Tag, mein Herr. Wir sind friedliche Besucher, ihr weiß, wenn ich mich vorstellen. Ich soll zu schweigen. Diese Äpfel stammen anscheinend von deiner Nachbarkugel. Ich werde es untersuchen. Zunächst wende ich mich ihren Innereien zu. Tentakler war erscheint. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Das war ja nicht abzuwarten.